Till, für dich sind es nicht die ersten Playoffs. Du hast auch schon mit Ulm an Playoff-Serien teilgenommen. Was macht es dieses Mal denn besonderer für dich? Diesmal habe ich eine andere Rolle im Team. Und das fühlt sich so an, als hätte ich mehr dafür getan, für das Erreichen der Playoffs. In Ulm bin ich so ein bisschen mitgeschwommen, würde ich sagen. Also die anderen haben die Playoffs erreicht und ich war halt auch Teil des Teams und deswegen war ich halt dabei. Aber jetzt habe ich dafür auch was getan. Wenn wir vor der Saison und auch während der Saison gesagt haben, dass die Playoffs unser Ziel sind, wurden wir immer so ein bisschen belächelt und auch im Saisonendspurt gab es Menschen, die nicht unbedingt daran gedacht haben, dass wir dieses Ziel erreichen. Warst du dir immer sicher, dass wir in die Playoffs kommen werden? Ja. Es gab so ein paar Momente natürlich, wenn man ein schlechtes Spiel war und man schlecht gespielt hat, dann gab es schon Zweifel, aber ich glaube, wir haben über die Saison ein solides Level gehabt. Also ich hatte selten das Gefühl, dass sie gegen Teams gespielt haben, wo wir wirklich gar keine Chance hatten. Und deswegen war ich recht zuversichtlich eigentlich. In der Playoff-Serie gegen München, die am Dienstag startet, sind wir Underdog. Was müssen wir tun, um die Überraschung zu schaffen, um München nochmal zu schlagen? Ich glaube, wir müssen uns sehr gut auf das Personal einstellen. Das ist die eine Sache. Und dann einfach, ich glaube, mit dem richtigen Mindset, der richtigen Energie, das ist schon das Motto die ganze Saison, aber das trifft es, glaube ich, am ehesten. Wir müssen da rauskommen. Wir dürfen keine Angst haben. Wir dürfen nicht irgendwie nur dahin fahren. Und ich glaube, Coach hat gesagt, als Touristen, nein, wir müssen da hingehen und wir müssen das gewinnen wollen. Das wollen wir auch. Und dafür müssen wir alles investieren. Wir müssen alles auf dem Feld lassen. Und dann, glaube ich, besteht die Chance, dass wir da mal ein Spiel in München klauen können. Ne? Zu guter Letzt, dein Tipp, wer wird deutscher Meister? Wenn wir das nicht werden? Okay, also wenn wir das nicht werden, dann glaube ich, wird das Bonn. Das war eins der wenigen Teams, wo ich mir gedacht habe, da war wenig zu holen in den Spielen.